Ich erhebe meine Stimme für jeden Menschen, der jemals von sich behauptet hat, kein Feminist zu sein. Im italienischen Fernsehen gibt es diese TV-Shows, in denen sich halbnackte Frauen an den Moderator schmiegen und eigentlich nur zur Dekoration dienen. Als wir diese Problematik in der Schule besprochen haben, sagte meine Lehrerin: Ich bin keine Feministin, aber. Seitdem frage ich mich, warum behaupten Menschen von sich selbst, kein Feminist zu sein? Was bedeutet es, Feminist zu sein? Heißt es, sich für das Gendern interessieren zu müssen? Denn das tue ich nicht. Wenn ich ehrlich bin, nervt es mich. Egal ob bei einer Matheaufgabe, die deswegen 2 Zeilen länger ist, einem Zeitungsartikel, der deswegen schwerer zu lesen ist, oder bei dem simplen Versuch, meine Diplomarbeit zu schreiben. Vielleicht nervt es mich so, weil ich es nicht verstehe. Für mich ist Schüler, Busfahrer, Lehrer eine Bezeichnung für einen Menschen, der eine bestimmte Tätigkeit ausübt. So wie Tisch die Bezeichnung für ein Möbelstück mit einer bestimmten Funktion ist. Klassifizieren Sie einen Tisch permanent nach anderen Eigenschaften? Aus welchem Holz er ist, wo er gemacht wurde oder wer ihn hergestellt hat? Oder sprechen Sie im Allgemeinen von einem Tisch als Tisch? Ist es nicht genau dasselbe beim Gendern? Was macht einen Schüler aus? Weder sein Geschlecht, noch seine sexuelle Orientierung, noch seine Hautfarbe und auch seine Religion spielt keine Rolle. Alles, was zählt, ist, dass er zur Schule geht oder irgendetwas von irgendwem irgendwo lernt. Das macht ihn zu einem Schüler. Mich stört es nicht, Schüler genannt zu werden. Was mich stört, ist, dass selbst in Österreich Frauen ab Anfang Oktober das restliche Jahr gratis arbeiten. Sprache schafft Bewusstsein, ist eines der häufigsten Argumente, das von Gender-Befürwortern genannt wird. Ich nehme gerade an einem Redewettbewerb teil, also wer wäre ich, würde ich dieser Aussage widersprechen. A word after word is power. Raise your words, not your voice. It is rain that grows flowers, not thunder. Ich liebe Bücher, ich liebe Poetry Slams, ich liebe Zitate und ich liebe Wörter. Genau deswegen bin ich mir deren Bedeutung vollends bewusst. Doch besonders im Bereich von Arbeit und Beruf geht es doch genau darum, dass Frauen dieselbe Arbeit leisten wie Männer und deshalb dieselbe Entlohnung verdienen. Warum soll es dann von Nutzen sein, eine verbale Differenz zu implementieren, wenn wir verdeutlichen wollen, dass es keinen Unterschied gibt? Warum Differenz schaffen, wo keine ist? Was mich stört, ist, dass in Burkina Faso Frauen Verhütungsmittel verweigert werden können, wenn sie nicht von ihrem Ehemann begleitet werden. Was mich stört, ist, dass auch in Österreich es anscheinend an uns Mädchen liegt, kein Opfer zu werden. Es scheint, als trügen wir die Verantwortung und das Risiko. Wie der Wiener Polizeipräsident Bürstl so schön sagte, Frauen sollen nachts generell in Begleitung unterwegs sein. Angsträume meiden, in Lokalen keine Getränke von Fremden annehmen, das war früher so und wird auch in Zukunft so bleiben. Zitat Ende. Vielleicht sollten Väter aufhören, ihren Töchtern diese Weisheiten einzutrichtern und anfangen, ihren Söhnen zu sagen, dass kein klares Ja, Nein bedeutet. Don't teach your daughter to stay home, teach your son to behave. Was mich stört, ist, dass in Algerien, Marokko und Tunesien Gesetze daran scheitern, Opfer sexuellen Missbrauchs zu schützen. In manchen Fällen können Vergewaltiger sogar eine strafrechtliche Verfolgung verhindern, indem sie ihr Opfer heiraten. Stell dir vor, du bist mit deinem Vergewaltiger verheiratet. Du siehst ihn jeden Tag und musst ihm für dein restliches Leben gehorchen. Was mich stört, ist, dass in Irland Abtreibung immer noch illegal ist, außer es besteht Lebensgefahr für die Mutter. Von 1980 bis 2012 reisten täglich 12 Frauen nach England, nur um eine Abtreibung durchführen zu lassen. Was mich stört, ist, dass eines aus 10 Mädchen weltweit unter 18 zu Sex oder sexuellen Handlungen gezwungen wird. Was mich stört, ist, dass in unzähligen Ländern dieser Welt für Sex außerhalb der Ehe, Homosexualität oder einfach für einen unangebrachten Kleidungsstil verhaftet werden kann. Was mich stört, ist, dass 40% der fruchtbaren Frauen in Ländern leben, in denen Abtreibung verboten, eingeschränkt
oder nicht möglich ist. Was mich stört, ist der Gedanke, dass es ein Mädchen in meinem Alter gibt, das nie wissen wird, wie es sich anfühlt, respektiert und gehört zu werden. Selbst Entscheidungen über die eigene Gesundheit, den eigenen Körper und das eigene Sexleben zu treffen, ist ein grundlegendes Menschenrecht. Wer immer du bist, wo immer du lebst, du musst das Recht haben, solche Entscheidungen frei treffen zu können. Und das ohne Angst, Gewalt oder Diskriminierung. Feminismus wird in unserer Gesellschaft zu oft mit Männerhass und Extremismus verbunden. Wikipedia definiert Feminismus wie folgt. Feminismus bezeichnet sowohl eine akademische als auch eine politische Bewegung, die für Gleichberechtigung, Menschenwürde, die Selbstbestimmung von Frauen sowie gegen Sexismus eintritt. Was Feminismus für mich bedeutet? Es bedeutet, sich für das Richtige einzusetzen. Gleichberechtigung. Es heißt, in Europa zu leben und wertzuschätzen, in einem Land geboren zu sein, in dem meine Großmutter, meine Urgroßmutter und so viele unzählige Frauen vor mir für meine Rechte gekämpft haben. Und es heißt für mich genau deswegen, so lange zu kämpfen, bis wir dieselben Rechte haben. Und vor allem für die zu kämpfen, die nicht so viel Glück hatten wie ich. Wir sind die Hälfte, wir wollen die Hälfte. Genau deshalb nenne ich mich stolz eine Feministin. Ich hoffe, ihr auch.